Es laufen die Leitungen, durch die der Strom fließt. Es laufen die Leitungen über Land, zu Wasser, auf den Bergen. So fließt, dank des Menschenhand, der elektrische Strom durch die Luft. Diese Stromleitungen, die wie ein Netz das ganze italienische Gebiet überspannen, haben eine Gesamtlänge von über 10.000 Kilometern. Im Detail Leitungen mit einer Leistung von 130 Kilovolt, etwa 5.000 Kilometer. Leitungen mit einer Leistung von 220 Kilovolt, etwa 3.000 Kilometer. Leitungen mit einer Leistung von 380 Kilovolt, etwa 1.000 Kilometer. Diese Leitungen und die dazugehörenden Anlagen wurden von der italienischen Firma Rebaioli SPA ausgeführt. Die Firma Rebaioli SPA ist seit über 40 Jahren das führende Unternehmen in der Verlegung von Stromleitungen. Die Tätigkeit der Firma dehnt sich auf den Sektor der Stromverteilung und den Anschluss an Luft- und Untergrundkabel aus. Transformatorkästen mit allen zugehörigen Anschlüssen. Eine weitere von Rebaioli SPA angebotene Dienstleistung. Weitere Tätigkeitssektoren im zivilen Bereich sind die Verlegung von Wasserleitungsnetzen, die Verlegung von Abwassernetzen, die Herstellung von Industriebauten, die Herstellung von Gebäuden für andere Zweckbestimmungen. Die Firma ist dank ihrer Organisation imstande, sämtliche Arbeitsphasen auszuführen. Vom ursprünglichen Projekt und den verschiedenen erforderlichen Materialien bis hin zur vollständigen Ausführung der Arbeit. Rebaioli war das erste italienische Unternehmen, das sich eines Hubschraubers zum Verlegen der Stromleitungen bediente. Technik und Technologie sind qualitätsmäßig von höchstem Niveau. Als Beispiel dazu sei die Ausführung von Gründungen für Stützvorrichtungen in Wasser, von Spezialgründungen mit Zugstangen für kompaktes Felsgestein, von Spezialgründungen mit mehrfach versteinerten Kleinmasten erwähnt, aber auch von der Sorgfalt und Zuverlässigkeit her die Standard-Rostgründungen. Diese Ergebnisse können dank modernster Maschinen und Geräte erhalten werden. In diesem Zusammenhang wollen wir außer dem bereits genannten Hubschrauber erwähnen die besonderen Maschinen für Kleinmasten, die Maschinen für Zugstangen,
die Maschinen für Felsgründungen, die für das Spannen der Leitungen eingesetzten Maschinen. Die Maschinen und Ausrüstungen, über die die Firma verfügt, ermöglichen die Ausführung der Arbeit selbst unter schwierigsten technischen und ortsbedingten Umständen. Von besonderer Bedeutung ist die Möglichkeit, bei Leitungsunterbrechung prompt eingreifen zu können. Diese Eingriffe zur Störungseliminierung sind in ganz Europa innerhalb von einer Zeitspanne von nur 36 Stunden garantiert. Eine ausgereifte Produktionsorganisation erkennt man ebenfalls an der modernen und vollständigen Bauplatzausrüstung, zu der eine Kantine und Unterkünfte gehören, die über mehrere Monate in Italien und im Ausland eingesetzt werden können. Die Baustellen werden gemäß umweltgerechten Richtlinien angelegt, um die vorliegenden Bedingungen und Gleichgewichte in keiner Weise zu beeinträchtigen. Der Firmensitz und die Arbeitszentrale von Rebaioli SPA nimmt mit den Lager- und Werkhallen eine Fläche von 20.000 Quadratmetern ein. Das Management der Firma kann auf einer langen, fachlichen und technischen Erfahrung aufbauen. Die Mannschaften für jeden Einsatzbereich werden durchschnittlich von 150 Facharbeitern gebildet. Die Tätigkeit der Firma Rebaioli SPA hat sich in den letzten 30 Jahren erheblich verstärkt, dank der Zusammenarbeit mit der italienischen Elektrizitätsgesellschaft Enel SPA für die Ausführung eines Verteilungs- und Transportprogramms. Der Beitrag von Rebaioli ist vor allem im Bereich der Ausführung von Elektrizitätsnetzen im Spannungsbereich von 380 kV ausschlaggebend, in dem die Firma heute das führende Unternehmen ist. Rebaioli SPA hat von Enel SPA in Anerkennung ihrer vorgewiesenen Fähigkeiten und erworbenen Verdienste eine technisch-organisatorische Qualifizierung erhalten. Unter den zahlreichen von der Firma ausgeführten Anlagen für den Elektrizitätstransport wollen wir folgende Segmente erwähnen: La Spezia, San Rocco al Porto, San Rocco al Porto, Baggio, Vado, Casanova, Flero, San Rocco al Porto, Flero, Ostiglia, Nave, Flero, Baggio, Magenta, Casanova, Hinein, Hinaus, Magliano Alpi, Vado,
San Fiorano, nave. Ragusa, Palma di Montechiaro, Partanna. Kleiner St. Bernard, Rondissone. Fiume Santo, Codrongianus. Fiume Santo, Selargius. Castelnuovo Scrivia, Hinein hinaus. Baggio, Bovisio. Bovisio, Soazza. Matera, Santa Sofia. Aussa, Corno. Cavalese, Ora. Avise, Grossa St. Bernard. Sangone, Casanova. Camporosso, 20 miglia. Savona, Morigallo. Calice, Palanzino. Venaus, Ulx, Bardonecchia. Nervi, Recco, Rapallo. Breccia, Erba, Bovisio. Leini, Piossasco. Dieser Rebaioli von Enel erteilter Auftrag wurde gemäß der zum ersten Mal in Italien angewandten Klausel der schlüsselfertigen Ausführung ausgelegt. Das bedeutet, dass die Ausführung der Elektrizitätstransportstrecke unter ausschließlicher Verantwortung und technisch-organisatorischer Leitung der Firma Rebaioli S.p.A. erfolgt, die ebenfalls die Überprüfung und Kontrolle aller mechanischen und elektrischen Komponenten und ihres Zubehörs umfasst. Aufgrund des hohen technologischen Niveaus ist Rebaioli S.p.A. eines der wichtigsten Ausführungsunternehmen für Arbeiten im Auftrag der Enel S.p.A. in den Sektoren und Distrikten von Turin, Mailand, Venedig, Florenz, Rom, Neapel, Palermo und Cagliari. Referenzen: Enel, Nationale Elektrizitätsgesellschaft. Edison, Mailand. AEM, Kommunale Elektrizitätsgesellschaft, Mailand. AEM, Kommunale Elektrizitätsgesellschaft, Turin. Caffaro, Brescia. Sondel, Gruppo Falk, Mailand. RAI, Italienische Fernsehanstalt, Rom. Thank you.
So läuft der elektrische Strom entlang der von Hand des Menschen geschaffenen Leitungen durch den Himmel und durch die Welt.